Labidochromis yellow. Yo, jetzt ist es soweit. Jetzt fängt der Norbert auch mit den lateinischen Namen an, so wie er von allen Händlern meist terrorisiert wird. Nee, mach ich nicht. Nur dieser arme, gelbliche Fisch hat leider keinen richtig deutschen Namen. Ich denke mal, ganz viele von euch werden den Fisch zu Hause pflegen, denn der ist der beliebteste Malawi-Zichlide, der überhaupt in unseren Aquarien schwimmt. Schön Farbe bringt er ins Aquarium. Ein Aufwuchsfresser, das heißt also nicht aggressiv, nicht so ein richtiger Pflanzenfresser, sondern der erntet alles, was oben drauf wächst. Also Pflanzenfutter schon bevorzugt, aber natürlich Kleinstlebewesen auch gerne. Das Schöne an diesem Zichlide ist, der ist also friedlich. Und ihr habt ja immer wieder gefragt, zeig uns doch mal Fische, die wir zusammen vergesellschaften können. Dann machen wir jetzt hier über den Beulenkopfzichliden, haben wir ja vor kurzem berichtet. Die Fische haben wir einfach im Aquarium gelassen und haben gedacht, wir setzen da noch was dabei, damit ihr mal seht, wie sowas aussieht als bunte Gesellschaft. Und ich denke mal, das ist ja farblich schon richtig klasse. Ein paar blaue Fische und ein paar gelbe Fische, die wohl etwas dunkel gesäumt sind. An der Säumung kann man natürlich auch gleich die Männchen und die Weibchen mehr oder weniger unterscheiden. Offiziell gibt es da gar keine Unterscheidungsmerkmale. Wenn man seine Fische kennt und die wirklich beobachtet, wird man relativ schnell feststellen, einer zeigt ein bisschen mehr Farbe, der ist ein bisschen kräftiger, das ist der Chef im Ring. Die anderen sollten überwiegend Weibchen sein. Ja klar, überwiegend. Also diese Yellows hält man normalerweise im Harem. So 2 bis 5 Weibchen dabei, die hat er im Griff. Bei mehreren Männchen sollte man natürlich ein viel, viel größeres Aquarium haben. Also wir würden starten nicht unter einem 200-Liter-Aquarium. Ein Männchen und eine Gruppe Weibchen. Und wenn wir so bei 400 Liter sind und ein gut dekoriertes Aquarium haben, wir haben das jetzt nicht so dekoriert, wie es eigentlich sein sollte, denn dann sehen wir eventuell durch Kamera, durch Scheinwerfer gar nicht so viele Fische. Aber eigentlich so, wie wir hinten in der Ecke den Steinaufbau bis ganz oben gemacht haben, so sollte das ganze Aquarium bis oben mit Steinen dekoriert sein, denn an so einer Felswand leben die in der Natur, da fühlen die sich super wohl drin. Bei uns ist das ja jetzt ein Filmaquarium, was ja nur für eine kurze Zeit ist. Und da wir die Tiere ja dann rausfangen und auch wieder abgeben, ist dann natürlich immer schwierig, ein Aquarium ganz voll einzurichten und dann abzubrechen, um die Tiere rauszufangen. Da ist ein Mörderstress für die. Da ist das besser. Wir packen nur ein paar Steine rein, die kann man vorsichtig entnehmen. Und dann kann man auch schadfrei die Fische nachher aus dem Aquarium entnehmen. Denn wenn sie ja bei, nicht sie, wenn du ja bei uns Fische kaufst, dann möchtest du ja gesunde Tiere haben und nicht welche, die nach einer Hetzjagd das Aquarium verlassen haben. Ja, wie wir sehen, ist der Labidochromis yellow absolut friedlich gegenüber anderen Fischen, auch gegen eigenen. Also wäre nur, wenn in einem zu kleinen Aquarium, also wenn jemand wirklich dem 100-Liter-Aquarium hält und hat da 2 Männchen drin, dann geht es natürlich zur Sache. Aber wenn die Platz genug haben, dann sind das also richtig klasse Fische, die einfach diesen gelben, deshalb ja yellow, Farbklecks ins Aquarium bringen. Ja klar, die gehören natürlich nur in ein Malawi-Zichliden-Aquarium, aber die werden sogar mit anderen größeren Fischen zu vergesellschaften, was ich aber nicht unbedingt empfehlen möchte. Also lieber sind die schon in der Gesellschaft, wo sie auch in der Natur vorkommen. Die Paarung ist natürlich wie bei diesen ganzen Malawi-Zichliden, sind also Maulbrüter. Das heißt also, die Paarung findet statt, die Balz entweder über einer Sandfläche, manchmal aber auch über einen Stein, wo die sich also im Kreis drehen und dann ableichen. Das Männchen legt direkt immer bei jedem kleinen Laichvorgang den Samen darüber, dass die sofort befruchtet werden. Und da die da drehen, also das Weibchen legt Eier, das Männchen besamt hat und bei der nächsten Runde nimmt das Weibchen schon die Eier auf im Mund und behält sie da drin. Ja, ich werde immer wieder gefragt, wie viele Eier legen die denn? Das kann man einfach fast nie ganz genau sagen. Da gibt es also Tiere, die haben tatsächlich mal nur 5 Eier im Maul und im Extremfall auch 50. Aber 50 ist schon selten. Ich würde mal so sagen, 20 bis 30 ist so der Schnitt.
Und die Weibchen tragen die alleine im Maul. Es gibt auch einige Zichliden, wo sich Männchen und Weibchen sogar teilt oder das Männchen dann macht. Also hier ist das Weibchen, was ganz alleine die Eier mit sich rumträgt, rund einen Monat lang. Und in diesem Monat nimmt das Tier gar keine Nahrung auf. Wäre ja vielleicht auch mal so ein Thema überhaupt. Ich höre immer, ich will mal 3 Tage wegfahren, verhungern dann meine Fische nicht. Der Nachbar will nicht füttern, was soll ich tun? Also ein gesunder, erwachsener Fisch. Wie gesagt, gesund und erwachsen. Kann bis zu 3 Monaten ohne Schaden hungern. Das heißt also nicht, dass ihr das jetzt zu Hause probiert. Bitte nicht, muss ja nicht sein. Ihr seid ja auch nicht am 3. Tag verhungert und ihr esst trotzdem jeden Tag. Aber wenn das mal 3 Tage oder selbst eine Woche ist, kann man oft viel besser das Aquarium sich selbst überlassen, ohne den Nachbar, der gut gemeint doppelt, dreimal, fünfmal so viel Futter ins Aquarium reinpackt, wie die Tiere eigentlich brauchen und damit die Wasserqualität drastisch verschlechtert. Was also dann auch noch hilft, um den Stoffwechsel ein bisschen zu senken, senkt ihr einfach mal die Temperatur um 2 Grad, bevor ihr 3 Tage wegfährt. Dann wird das alle ruhiger, ist eine kältere Jahreszeit, eine kältere Periode. Und dann hat der Fisch auch nicht so viel Appetit. Dann hat er mit 3, 4 Tage oder eine Woche ganz gar kein Problem. Und gerade so bei Aufwuchsfressern wie den Yellow werdet ihr feststellen, nach einer Woche ohne Futter ist das Aquarium ein Stückchen sauberer. Denn dann haben die noch intensiver die Steine und die Pflanzen geputzt und sich die Nahrung eben über diese Naturlebensmittel aufgenommen. Das heißt, es ist eigentlich ein Win-Effekt für alle Seiten. Haltungscheck. Labidochromis Yellow. Größe, der Fisch wird so bis 11 cm groß. Kann er werden, die meisten bleiben aber so 8, 9 cm nur. Sollte ein Aquarium haben, was nach Möglichkeit nicht unter 200 Liter hat, so im 400, 500 Liter Aquarium kann man natürlich an einer super Steinrückwand kann man auch 2 oder 3 Familien Harems halten, was viel spannender ist. Der Fisch wird meist so 6, 7 Jahre, aber da gibt es auch sicher Exemplare, die bis 10 Jahre alt werden. Der wird so circa ab 1 Jahr geschlechtsreif, ist also ein echter Maulbrüter. Das heißt also, die Eier werden auf dem Stein oder manchmal auch im Sand abgelegt, sofort vom Weibchen aufgenommen und dann circa 30 Tage im Maul ausgebrütet. Wichtig, viele sagen, oh, der verhungert mir, der frisst gar nicht. Ganz normal, die 30 Tage Brutpflege frisst das Weibchen überhaupt nicht. Anschließend werden 20, 30, im Extremfall bis 50 Junge aus dem Maul entlassen. Der Yellow ernährt sich von Aufwuchs. Nochmal zum Erklären, Aufwuchs ist nicht nur Algen, die er frisst, ist auch nicht direkt Blätter von Pflanzen, die er frisst. Wobei mal ein sehr weiches Blatt wird natürlich auch gerne genommen. Aber zum Aufwuchs gehören natürlich die ganzen Insekten dazu. Das heißt also, das sind nicht Fische, die nur Pflanzenkost mögen. Die mögen schon mal Fleischkost. Aber als ganz wichtiger Hinweis, so Tubifex und Mückenlarven sollte man eigentlich gar nicht als Futter verwenden. Da sind sie sehr empfindlich drauf, da dieses Futter, Tubifex und Mückenlarven, oft von Parasiten befallen ist. Und wenn man diesen Parasitenbefall dann quasi ins Aquarium tut, kann man sich teilweise böse Krankheiten ins Aquarium holen. Egal ob außen am Fisch oder innen im Fisch, gibt ja auch Darmparasiten, die dann vielleicht viel, viel später erst bemerkt werden, dann, wenn es schon zu spät ist. Also alles andere füttern ist auf alle Fälle sicherer. Die Klimazone vom Yellow ist der Malawisee. Der ist eigentlich relativ warm, aber nicht extrem warm. Das heißt also so 24, 26 Grad ist schon eine ideale Temperatur. Wenn mal jemand von euch am Malawisee war und sagt, boah, wenn ich da schwimmen gehe, da ist 30 Grad. Ja, Wärme steigt nach oben an der Oberfläche, das Wasser ist natürlich wärmer. Da die aber auch in Tiefen von 10 bis 20 Meter zu finden ist, da unten ist es schon drastisch kühler, da ist es manchmal nur 20 Grad kühl. Das kann er auch vertragen. Wir wollen es aber unseren Fischen gemütlich machen. Also so 25 Grad als Mitteltemperatur streben wir einfach mal an. Der Malawisee ist ja nun mal bekannt, dass der also kaum aus Bächen und Flüssen gespeist wird, sondern dass das ein steinreiches Umfeld ist, also ein mineralienreiches Umfeld. Der pH-Wert ist dadurch wesentlich härter als so in Südamerika in den Urwaldbächen. So zwischen 7,5 ja, bis 9 kann er prima vertragen. Und eben durch diese Mineralien ist das Wasser natürlich auch sehr hart.
Also so eine Härte von 10 bis sogar 25 ist für den Fisch gar kein Problem. Ja, so wie wir hier jetzt eine kleine Vergesellschaftung gezeigt haben, kann man natürlich noch einige andere Fische dabei setzen. Wir können ja vielleicht dieses Aquarium noch ein bisschen wachsen lassen, dass wir euch noch zeigen, welche Fische ihr dabei setzen könnt, um ein schönes Gemeinschaftsbecken zu machen. Ihr könnt ja mal Tipps und Anregungen geben, was wir da noch reinsetzen in das Aquarium. Oder ihr schreibt mir, mit welchen Tieren ihr gute Erfahrungen habt. Gucken wir uns an. Natürlich kann man ganz viele Fische dabei halten, aus aller Welt gemischt. Aber wir wollen ja ein Malawi-Aquarium machen und nicht ein Allerwelts-Aquarium. Ich bin mal gespannt auf das, was ihr mir schreibt. Ich glaube, da kommen ganz, ganz viele Kommentare. Ja, wenn man hier die Felswand sieht, so sollte mindestens das ganze Aquarium voll Felssteine, voll Geröll sein. Und hier sind ja auch einige Durchgänge, wo sie durchschlüpfen können. Das sollte noch viel mehr sein. Und dann können natürlich diese tollen Fische, die ja, wie gesagt, Maulbrüter sind und ihre Jungen dann nach einem Monat irgendwo in eine ruhige Stelle entlassen, haben auch die Jungtiere wieder eine Chance, am Leben zu bleiben. Das heißt also, man hat nachher im Aquarium einen Mehrgenerationshaushalt, wo also immer größere bis kleine gelbe Punkte im Aquarium schwimmen und dieses dann natürlich optisch super bereichern. Die andere Sache, die kleinen Fische kommen dann auch in die kleineren Ecken, um auch da den Aufwuchs zu fressen. Das Aquarium bleibt viel sauberer, viel schöner. Ich denke mal, das ist ein sehr, sehr angenehmer Fisch. Das macht Spaß, im Aquarium zu halten. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie viele von euch die haben, welche Erfahrungen ihr habt mit Ableichen, wie oft ihr da schon Junge habt, wie viele Generationen ihr im Aquarium habt. Ich finde, das war eine ganz spannende Geschichte. Das war nicht nur ein Fisch, sondern der Yellow weiß, warum er der beliebteste Cichlide ist. Der ist einfach toll. Ich hoffe, ihr habt die Sendung auch toll gefunden. Ich mache jetzt Feierabend. Wir hatten alle einen schönen Film. Wir sehen uns das nächste Mal.